Liebe Zuschauer, ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Fool's Garden! Ja, wir uns auch. Hi! Ich kann es gar nicht glauben, wir haben gerade darüber gesprochen, liebe Zuschauer, dass ich ja früher euch so gerne zugehört habe. Und oh, mit meiner Zuckerschnitte morgens, bevor ich in die Schule gegangen bin, das war einfach toll. Also erstmal schön, dass ihr da seid. Sag mal, ich muss euch gleich mal darauf ansprechen. Wie ist denn das eigentlich so, von 0 auf 100 so einen riesen Welthit am Start zu haben mit Lemon Tree? Das war doch einzigartig. Ja, das war, also mir kommt jetzt im Nachhinein auch noch echt vor wie so ein Traum, der damals irgendwie real geworden ist. Das war sehr aufregend, das war mit unglaublich viel Adrenalin verbunden. Das war natürlich toll, wir haben uns tierisch drüber gefreut, wenn du das erste Mal in die Charts gehst oder dein Song überhaupt das erste Mal im Radio läuft. Und dann war es aber gleichzeitig auch irgendwie so ein bisschen beängstigend, weil man plötzlich merkte, so die Geister, die ich rief. Wir hatten ja gar nicht großartig Zeit, die Band gab es zwar schon 4 Jahre, aber wir haben so bei uns hier im Dunstkreis von Pforzheim im Zirkel von, was weiß ich, 40, 50 Kilometern Konzerte gespielt und das war's dann eigentlich. Für uns war München echt schon eine Weltreise. Und dann kommst du auf einmal in die ganz, ganz große Popwelt, spielst in Dänemark, in Tokio und das war schon echt, echt krass. Aber inzwischen haben wir machen das ja jetzt schon seit 21 Jahren insgesamt, glaube ich, schon eine ganze Menge Routine gesammelt. Ihr habt jetzt ein neues Album rausgebracht. Tada! Wollen wir da gleich mal drüber sprechen? Ne? Sehr gern. Da möchten wir auf jeden Fall gleich mal drüber. Ihr habt 2 Jahre gebraucht, glaube ich, 2,5 Jahre sogar. Na, wir hatten das letzte Studioalbum 2005 veröffentlicht und zwischendurch mal so ein Best-of-Album und eine EP und haben viel getourt, waren viel in Russland, im Baltikum und um letztendlich wieder hier in Hamburg zu landen. Das ist unglaublich. Ich meine, 2 Jahre so daran gebastelt, ein bisschen links und rechts. Wo habt ihr denn so eure Ideen hergenommen? Wir zwei fahren einmal im Jahr, machen wir Liebesurlaub. Ach. Wir fahren nach Mallorca oder nach Miami und buchen uns immer irgendwo kleine, oh, ja, schön, später Schatz. buchen uns irgendwie so ein kleines Häuschen, wo wir ungestört arbeiten können. Wir haben ja alle Familien zu Hause und Telefon und Internet und ständig erreichbar und irgendwie oftmals nicht wirklich Zeit und Muße, uns wirklich so fallen zu lassen, um neue Songs zu schreiben. Deshalb verreisen wir, wo wir komplett ungestört sind, haben dann irgendwie eine Woche oder anderthalb Wochen Zeit, einfach die Ideen so sprudeln zu lassen. Und bisher immer das Glück gehabt, dass auch eine ganze Menge dabei herauskam. Ihr habt das in China gemacht, ne? Kann es sein? Nee, mit China hat es eigentlich nichts zu tun, bis auf den Titel, das ist Who is Joe King. Wir haben vor 4 Jahren in Chongqing gespielt in China und haben Anfang des Jahres mit unserem Manager zu so einem Brainstorm-Gespräch zusammengesessen und dann fiel der Name Chongqing und er fragte, wer ist denn bitte Joe King? Der hat es nicht richtig verstanden und wir gucken uns nur an und sagen, das wäre doch ein geiler Albumtitel. Lass uns das Album Who is Joe King nennen. Da haben wir irgendwie Bezug zu der Reise von damals und deshalb heißt es jetzt so. Was hat sich zu heute geändert im Gegensatz zu damals? Magst du auch mal? Er kann nämlich auch sprechen. Ja, komm mal her. Mach mal. Also was ich super finde übrigens, wir haben heute eine LP oder Albumrezension gelesen und da stand in der Überschrift, Fool's Garden macht keine Witze. Finde ich ein sehr schönes Wortspiel. Das passt sehr gut sogar. Passt sehr gut, das passt ja, wir sind ja richtig kreativ doch ja, um die Uhrzeit. Ja, fand ich auch hammermäßig. Also wir haben da, das ist doch schön, du hast einen Titel, du kannst viele Geschichten dazu erzählen. Jonking, Joking, Joking. Super, oder? Gut, dass wir darüber gesprochen ja. haben. Ja.